Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Leute, 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 ist das heute eine Tagesenergie? Unglaublich. Ich habe hier die Dame, die Sonne, das Herz, Haus, Ring, Kind. Es ist einfach nur ein Traum. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, aber nur, damit ihr wisst, was da gefallen ist. Und natürlich weiß ich, dass ich jetzt bei der nächsten Aussage, die ich hier tätigen werde, alle von euch antriggern werde, unbedingt in der Reisegruppe zu sein. Aber ich habe hier tatsächlich sich über die Maßen verlieben. Und wenn ihr bereits verliebt seid, dann ist es gut möglich, dass heute oder in den nächsten Tagen sich jemand jetzt verbindlich zeigt. Also im Grunde sind es klassische Aussagen, wie wir sie öfter auch mal haben. Also hier könnte dir jemand tatsächlich einen Antrag machen. Hier könnte jemand tatsächlich zustimmen, endlich mit dir zusammenziehen zu wollen. Oder der nächste Schritt wäre, dich den Freunden, Bekannten, Verwandten vorstellen als seine Freundin, ihre Freundin, ihr Freund, ihre Freundin und so weiter. Ganz gleich, welche Neigung. Und es kann auch dafür stehen, dass jemand einfach zu dir steht und zwar hochoffiziell. Ne? So dieses, okay, ich habe drüber nachgedacht und okay, in Ordnung, lass es uns probieren. Für Singles ist es ebenfalls eine klassische Aussage. Entweder heute oder in den nächsten Tagen wirst du dich wirklich Hals über Kopf verlieben. Und zwar ganz dolle. Und das ist hier keine Schnicki-Schnacki-Freundschaft-Plus-Geschichte, sondern das wird eine sehr ernste Sache. Also so richtig verliebt, verlobt, verheiratet, hoffentlich nicht geschieden. Aber ich habe wirklich so ganz klassisch, ja, ganz klassisch dieses sich in jemanden verlieben, super verstehen, weil ich habe ja eine neue Liebe, die beginnt, Kind mit dem Ring, Sonne und dem Herzen, mit dem Haus, also besser geht's gar nicht, ja, eine neue Liebe, die beginnt, die wirklich, also beide Parteien sind über beide Ohren schrecklich, schrecklich ineinander verliebt. Und das Ganze wird natürlich auch Hand und Fuß haben. Also hier ist wirklich etwas, wo man sich mal ausnahmsweise wirklich ein Ei drauf backen kann. Also das hat wirklich, wirklich Bestand und wird etwas sehr Ernstes bis hin zu Heirat oder Familiengründung oder Zusammenziehen oder was immer dann ihr als Plan miteinander vorhabt. Ja, und wer schon ewig auf ein Lippenbekenntnis wartet, also sprich so dieses, ja, ich bin in dich verliebt oder ja, ich habe Gefühle für dich, ich liebe dich. Also wer schon die ganze Zeit darauf wartet, dass jemand sich offenbart, die Maske ablegt und dann auch zugibt, dass Gefühle da sind und dass sie diese Gefühle erwidert werden und dass man sich mit dir mehr vorstellen kann, also auch etwas Ernsthaftes, etwas Seriöses einzugehen und das wirklich ganz aufrichtig und ehrlich damit meint. Also ich habe hier völlige Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Beständigkeit, also und zwar auf wirklich auf beiden Ebenen, sprich beide Parteien empfinden dasselbe füreinander. Ich habe jetzt hier keine Mindgames-Spielchen, fang mich doch, du Eierloch, ich liebe dich mehr als du mich, nein, ich liebe dich nicht oder komm her, geh weg, ich will dich doch nicht. Also diese Spielchen, die kennen wir ja alle und das ist es nicht. Das ist hier wirklich ganz pur, echt, beständig und zwei erwachsene Leute, die zueinander stehen, die ihre Gefühle sich eingestehen und eine gemeinsame Zukunft aufbauen wollen, weil sie sich einfach über die Maßen ineinander verliebt haben. Ja, ich sagte euch, heute wollen alle in der Reisegruppe sein, im Bereich der Liebe. Wenn es hier nichts mit Liebe zu tun hat, dann habe ich, hier hat das mit einem Haus oder mit einer Wohnung zu tun. Du wirst eine Traumimmobilie finden. Und wer das Nischenorakel gesehen hat, also Traumimmobilie, sei es jetzt Jackpot mit einer Bude, also mit einer Wohnung, die du anmieten möchtest oder mit einem Haus, ist egal, ob es jetzt ein richtiges Haus, Ferienhaus oder auch eine Gewerbeimmobilie, alles, was du anmieten möchtest. Das gleiche gilt aber auch für ein Schnäppchen machen in Bezug auf eine Immobilie kaufen. Was ich jetzt hier sehe, ist, dass es etwas ist,
was du dir gewünscht hast. Entweder ist es genau das, was du gesucht hast, ja, oder du bekommst endlich das Haus, was du die ganze Zeit haben wolltest, oder die Immobilie, die du die ganze Zeit haben wolltest, okay? Und ich sehe hier Verträge, ja? Ich habe hier das Haus mit dem Ring und der Sonne und dem Herzen und dem Kind. Hier werden Verträge abgeschlossen und ich habe hier auch hier über die Maßen Freude, glücklich sein, Glücksort am richtigen Ort sein, am richtigen Fleck sein, das Gefühl haben, endlich angekommen zu sein, zu Hause zu sein. So dieses, das ist mein neues Zuhause und hier fühle ich mich wohl und die Gegend ist toll. Es ist einfach alles wunderbar. Und bei einigen von euch kann es tatsächlich auch eine Immobilie sein, die sich irgendwo im Süden befindet, weil ich hier die Sonne habe, okay? Und meistens ist es ja eine Ferienimmobilie, muss aber nicht sein. Es kann auch eine Gewerbeimmobilie sein, ja? Oder auch ein richtiges Zuhause, also nicht nur ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung, sondern dass du tatsächlich auch auswandern willst und dann dort eben irgendwo, wo die Sonne sehr oft scheint, wobei das ja jetzt hier bei uns auch der Fall ist. Und da glücklich werden, okay? Ich habe hier definitiv in Sachen Immobilie Traum, Wunscherfüllung, Schnäppchen machen, glücklich sein und, und. Für alle, die auf einen Befund warten, also sprich, ob du schwanger bist oder nicht oder ob ihr schwanger seid oder nicht, heute könnte die Nachricht kommen, wir haben hier das Kind mit dem Herz, mit dem Kind, mit der Sonne, ich wiederhole mich jetzt schon wieder. Und hier habe ich die frohe Kunde, jawohl, sie sind schwanger, ihr seid schwanger, also von daher herzlichen Glückwunsch. Und das gleiche gilt auch für Adoption, also für alle, die einen Antrag gestellt haben auf Adoption. Heute könnte die Nachricht kommen, heute oder in den nächsten Tagen, dass es endlich soweit ist und das Kind, das ihr euch wünscht oder wenn ihr überhaupt euch ein Kind wünscht, also vielleicht kennt ihr das Kind ja noch gar nicht und jetzt dürft ihr das Kind kennenlernen, also für einige, die wissen schon, um welches Kind es sich handelt und andere werden heute oder in den nächsten Tagen erfahren, um wen es sich handelt. Aber wie dem auch sei, ich habe hier absolutes Glücksgefühl. Die ganze Familie wird sich freuen, ob es jetzt nun um eine Schwangerschaft geht oder ob es sich wirklich um ein adoptiertes Kind handelt. Kann auch ein Pflegekind sein, ja? Also ich sehe, alle Beteiligten sind super glücklich, einschließlich der Kinder. Wenn es schon etwas ältere Kinder sind, dann sehe ich, dass sie auch unglaublich glücklich sein werden. Die nächste Aussage, entweder bist du es oder jemand, den du kennst. Eine Frau mit Kind kann aber auch ein Pärchen sein mit Kindern. Ein Kind oder mehreren Kindern werden dir irgendeine Überraschung geben, machen, also was immer sie hier planen. Es kann natürlich auch die Familie sein, also Personen, ein Pärchen oder eine Frau oder ein Mann mit Kind oder Frau mit Kind. Also ich habe hier die unterschiedlichen Konstellationen, die sich irgendwas überlegen, um dir eine Freude zu machen. Du wirst Freudentränen haben. So glücklich wirst du sein. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht hast du ja Geburtstag oder vielleicht hast du eine Prüfung bestanden oder vielleicht möchte man dich einfach nur aufmuntern. Ich sehe jetzt nicht, was die Beweggründe sind, warum man dich oder warum man dir eine Freude machen möchte oder dich überraschen möchte. Aber diese Überraschung, da verspreche ich dir, die ist gelungen. Definitiv. Also ich habe hier eine unglaublich große Freude, die man dir bereiten wird. Diese Menschen oder diese Frau oder dieser Mann werden dich überglücklich machen mit einer Überraschung. Falls du gesundheitliche Probleme hattest oder deine Vitalität hat ein bisschen geschwankt oder dir ging es nicht gut oder du kamst irgendwie nicht so in die Gänge und dir ging es nicht gut und. Das wird sich jetzt ändern. Das wird sich ändern. Ich habe hier Sonne, Herz, Haus, Ring. Besser geht's gar nicht, ja? In Verbindung mit dir. Also es ist, als ob du eine Frischzellenkur hast. Ich weiß nicht, was du da machst, was du da zu dir nimmst oder ob du Vitamine zu dir genommen hast oder ob du reichlich trinkst oder Bewegung hast oder vielleicht ernährst du dich gerade anders und dein Körper stellt sich gerade um. Ich sehe, für alle, die sich schlapp gefühlt haben in letzter Zeit
heute und in den nächsten Tagen wirst du Bäume ausreißen können. Dir wird es unglaublich gut gehen, also wirklich wahnsinnig gut und glücklich sein und happy sein, vital sein und voller Kraft und in der eigenen Power. Und solltest du irgendein Leiden gehabt haben, dann beginnt heute die Heilungsphase. Bei einigen ist es sogar so, dass es abgeschlossen ist. Ja? Nehmen wir mal an, du hast einen Verband, dann könnte heute dein Verband abkommen und du kannst wieder laufen oder was immer da gemacht worden ist. Du kannst wieder kauen, gehen, machen, tun und was immer da an dir geschnippelt worden ist, dann kommt heute irgendetwas ab und es ist einfach nur toll. Einfach nur toll, es tut nicht mehr weh, es fühlt sich sogar gut an, es fühlt sich gesund an und du wirst hier auch von den Ärzten oder vom Arzt, von der Ärztin auch eine Bescheinigung bekommen, dass alles genauso ist, wie es sein soll. Ja? Es kann sich hier auch um einen Befund handeln. Also heute könntest du einen Befund bekommen, vielleicht hast du ja einen Check-up machen lassen, hast dein Herz, Blut, Kreislauf, alles Mögliche durchchecken lassen und die Nachricht, die hier kommt, wird dich wahnsinnig glücklich machen, weil du das nicht gedacht hättest, dass du so topfit bist und die Ärzte sagen, alles gut, alles im grünen Bereich, machen sich keine Sorgen, achten sie halt eben ne, so prophylaktisch, dass sie sich ordentlich ernähren, trinken sie gut, machen sie Sport und das Übliche halt, das kennt ihr ja. Also hier einfach nur ein paar Tipps, aber ansonsten habe ich, bist du kerngesund und alles ist tippitoppi, ja, also du musst dir wirklich, wirklich keine Sorgen machen. Der Arzt oder die Ärzte werden das ja auch bescheinigen können. Wir haben drei Asse liegen und das kann dafür stehen, dass heute oder in den nächsten Tagen etwas extrem Positives passiert in deinem Leben. Ich sehe nicht was, aber drei Asse ist einfach der Burner. Ass der Stäbe, Ass der Münzen und Ass der Schwerter. Das ist einfach sensationell. Und es kann durchaus mit einer Nachricht zusammenhängen. Eine Nachricht, die dich sehr glücklich machen wird. Also im Grunde sind die drei Asse, die hier liegen, nochmal eine Bestätigung für dich in deiner persönlichen Angelegenheit. Und es kann für jeden von euch eine völlig andere Angelegenheit sein, wo du vielleicht auch einen Wunsch hegst oder vielleicht auch schon darauf wartest, dass es sich manifestiert. Und das ist wirklich, wirklich eine tolle Aussage, drei Asse liegen zu haben. Also an alle Beteiligten, was immer sich für dich hier heute oder in den nächsten Tagen manifestiert, herzlichen Glückwunsch, freut euch des Lebens, mein Schatz. Das Leben ist auch so schon schwierig genug, deshalb mach das Beste draus und freu dich auf die schönen Momente, die es auch mal geben muss. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Setze dir Ziele und glaube an dich. Du schaffst das. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis dann, deine Sensitiva.